Hallo und willkommen zum ersten von insgesamt 9 Rennen während der Formel 1 Winterpause. Dann wollen wir auch direkt starten. Gleich vorweg, hier wird gleich so ein deutsches Intro für die Strecke kommen. Da werde ich nicht drüber labern und werde es einfach laufen lassen. Soll sich ja ein bisschen wie ein echtes Rennen anfühlen und hoffentlich ein bisschen spannender als manches Rennen werden. Wir werden sehen. Los geht's. Man hört die australischen Fans, die hier im Albert Park an die Strecke gekommen sind. Es ist ganz schön laut hier. Willkommen in Melbourne. Die Stimmung auf den Tribünen kann nur eines bedeuten. Heute ist Race Day. Heute fahren wir im Bundesstaat Victoria, wo die Fahrer 14 Kurven auf 5,28 Kilometern erwarten. Das Ganze bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von ungefähr 190 Stundenkilometern. Die sehr nahen Streckenbegrenzungen machen Unfälle unvermeidlich. In der Vergangenheit gab es hier immer ein Safety Car. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Hamilton, Russell, Norris, Oscar Piastri, Gasly, Albon, Stroll, Ocon, Fernando Alonso, Tsunoda, Joe, Magnussen, Ricardo, Bottas, Hülkenberg, Sargent und Carlos Sainz startet aus der letzten Reihe. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. So, und ab hier okay, übernehme ich los. Wieder. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Okay, jetzt übernehme ich also als erstes das Wichtigste, die Rennstrategie. Und so wie es aussieht, haben wir entweder ein Einstopprennen oder ein Zweistopprennen. Theoretisch ist es Einstopprennen 5 Sekunden schneller, wenn ich das richtig lese. Ja, so ungefähr 5 Sekunden. Aber ich fahre echt gern mit frischeren Reifen, deswegen würde ich mir tatsächlich überlegen, den Zweistopp zu nehmen, den Zweistopper, und entsprechend etwas schneller zu fahren. Ja, versuchen wir es einfach mal so. Rennen starten, beginnt mit der Einführungsrunde. Und da ich mich so grottenschlecht qualifiziert habe, haben wir jetzt echt ein bisschen Zeit hier zu warten, bis alle 19 Autos vor uns so mal so langsam gestartet sind. So, mein Controller funktioniert. Ich habe den gestern gerade gewechselt. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Ja, schalten werde ich nur mittels Automatik, also da mache ich gar nichts, da ich eben auf Controller spiele. Mein Lieblingscontroller hat gestern Anzeichen von einem Stickdrift gezeigt, deswegen versuche ich das Rennen heute mal mit einem anderen. Mal schauen, wie es läuft. Also ich mag alle Controller, die ich habe. Das ist jetzt ein spezieller DualSense. Mal schauen. Also falls ihr euch wundert, warum hier PlayStation-Symbole angezeigt werden, das ist, weil das Spiel irgendwie damit besonders kompatibel ist. Aber ansonsten wäre es über Steam auch möglich, die irgendwie zu pairen. Naja, Einführungsrunde ganz, ganz wichtig jetzt. Mal die Strecke nochmal verinnerlichen, Reifen auf Temperatur bringen. Und vielleicht mal an euch als Erinnerung, weiß nicht, ob ihr überhaupt das Setup-Video gesehen habt. Es wird keine Rückblenden geben und Simulationsschaden ist an. Das heißt, der Start wird relativ brisant. Da darf ich auf keinen Fall zu gierig sein, sonst kann das echt schnell nach hinten losgehen. Weil eine zweite Chance kriege ich nicht. Wenn das Rennen vorbei ist, ist es halt vorbei und dann müssen wir damit leben. Ja, das wird sehr interessant. Muss mir noch überlegen, was ich mache, wenn ich gleich mal in der ersten Runde oder so ausscheide.
Ich glaube, dann werde ich den Rest irgendwie mit Multiplayer-Rennen füllen, weil ich will nicht, dass man an der Episodenlänge schon sieht, ob das ein erfolgreiches Rennen war oder nicht. Irgendwas werde ich mir da überlegen, aber ich plane nicht zu scheitern und wir sind in dieser schönen neuen immersiven Ansicht, wie wir uns selbst auf unser Startfeld setzen können. Das finde ich relativ geschickt und deutlich besser als in den letzten Jahren, wo es einfach eine Zwischensequenz dann war. Komm schon. Mist. Nicht optimal, aber gut genug. So, alle stehen. Es kann losgehen. Batterie ist an und... Los geht's. Endlich. Wir schauen mal, ob wir hier rechts an den ganzen vorbeikommen. Sieht nicht so aus. Ricardo hat einen ziemlich fetten Arsch. Und hier im Spiel macht er sich auch breit. Aber hier haben wir einige Plätze wahrscheinlich gut machen können. Oh, da musste ich abkürzen, um eine Kollision zu vermeiden. Das Spiel beschwert sich noch nicht. Das ist wunderbar. Auch hier Bottas und Joe werde ich jetzt mal auf der Innenseite versuchen zu überholen, ohne mein Auto zu beschädigen. Das wird knapp. Aber wunderbar von Joe gemacht, hat mich vorbeigelassen, ohne hart zu kämpfen. Und wir sind ohne Schaden davongekommen. Ungewöhnlich für einen Start bei mir, aber ich habe mich auch extrem zusammengerissen. Will ja nicht, dass die Episode tatsächlich schon so früh vorbei ist. So, wir kriegen gleich Magnussen. Je nachdem, das ist eigentlich der unbeliebteste Fahrer zu überholen im realen Formel 1 Grid. Paar von den Charakterzügen habe ich aber auch schon in den Formel 1 Spielen gemerkt bei ihm. Das war nicht gut genommen. Hat meinen ganzen Kurven-Exit hier ein bisschen jeopardized, wie man so schön im Englischen sagt. Bisschen verschissen, wie ich die Kurve nehmen kann. Hier kommen wir auch vorbei. Das war doch eine ganz erfolgreiche erste Runde. Ich bin zufrieden damit. 9 Plätze gut gemacht, beziehungsweise 8. Es gab gelbe Flagge. Ich glaube, wir sind daran schuld. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Okay. Dein Delta ist negativ. Du bist also virtuelle Safety Car. Verringere dein Tempo. So, schauen wir das. Magnussen ist aus der Session schon ausgeschieden. So, wir schauen mal, dass wir keinen Auffahrunfall bauen während des Safety Cars, während des virtuellen. Das wäre mir beinahe passiert vorhin in der Kurve, weil ich so überfordert war. Wir müssen aber auch schauen, dass unser Delta nicht zu niedrig und zu hoch wird. Wenn es zu niedrig wird, kriegt man eine Strafe. Wenn es zu hoch wird, lassen wir einfach Zeit liegen, die wir nicht liegen lassen müssen. Vor allem beim virtuellen Safety Car. Deswegen schön versuchen, da irgendwie so wenig wie möglich Zeit zu verlieren und so nah zu bleiben an Tsunoda, wie es geht. Weil sobald es endet, das virtuelle Safety Car, haben wir eine echte Überholchance. Na? So, mich mal wieder ein bisschen zurücknehmen hier, nicht dass das Delta wirklich sinkt. Weil sobald das virtuelle Safety Car endet und das Delta nicht passt... Phase endet. Tempo okay. Bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Okay, wir haben keine Strafe bekommen. Delta war perfekt. Wahrscheinlich ein bisschen zu hoch tatsächlich noch. Aber sollte trotzdem passen. Wäre jetzt interessant, wird DRS jetzt auch freigeschalten? Normalerweise, wenn nichts passiert, immer in der dritten Runde. Wenn Safety Car geht, dauert es wieder 3 Runden, bis es meistens eingeschaltet wird. Beim virtuellen Safety Car. Okay. Hat sich nichts geändert durch das virtuelle Safety Car. DRS ist verfügbar. Das heißt, wenn wir innerhalb von einer Sekunde an so einem Detection Point hinter unserem Vordermann sind, was für ein Satz, können wir unseren Heckflügel aufmachen, eben in den DRS-Zonen. Und dadurch kriegen wir einen kleinen Geschwindigkeitsvorsprung. Bringt natürlich nichts, wenn der... Ja, ist ja gut. Unsere Batterie unten ist 86% gefüllt. Die würde ich auch gern noch ein bisschen mehr füllen. Auf der Startzielgerade werde ich sie öffnen. So, jetzt haben wir das erste Mal DAS. Tsunoda vor uns leider auch. Deswegen ist der Vorteil, den wir gegenüber Tsunoda haben, auch nicht so gigantisch. Aber ansonsten hätte er keins, wären das schon bis zu 30, 40 km/h, die wir dadurch schneller wären. So, jetzt mache ich Batterie doch an.
viel, viel zu viel Energie mitgenommen und dadurch eine Kollision verursacht. Entschuldigung, Gasly. Ich würde trotzdem sagen, das war eher ein Racing-Incident, also ein ganz normales renntypisches Gerangel. Nee, normalerweise sollte es eine Strafe für mich geben. Aber es ist nicht viel passiert, wir haben nicht viel verloren und vor allem das Auto ist einigermaßen heil geblieben. So, jetzt müssen wir allerdings nochmal an Tsunoda vorbei. Na komm schon. Oh Mist, der nimmt die Innenbahn, das wollte ich doch machen. Trotzdem schauen, dass wir, wenn wir später bremsen, nee, keine Chance. Aber jetzt habe ich die Innenbahn und wir sind vorne. Das war ein schönes Überholmanöver. Ein Glück ist da nichts passiert. Ah, die Reifenabnutzung ist krass. Ich bin doch erst in Runde 4 von 29 und meine weichen Reifen, also es gibt ja drei Reifentypen, zumindest im Moment, ja, Soft, Medium und Hard. Und ich habe die soften Reifen, also die weichsten, und die sind echt schon schön abgenutzt nach 4,5 Runden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,6 Sekunden. Also selbst wenn da nur 25% steht, das merkt man wirklich deutlich, wie wenig das Auto dann in Kurven zu kontrollieren ist, beziehungsweise wie viel weniger das in den Kurven zu kontrollieren ist. Da ich mit einem Controller fahre, fällt mir das nicht so krass auf, aber in so einem echten Formel 1 Rennen oder in einem guten Simulator mit guten, sagen wir mal, Fanatec Lenkrad oder irgendwie sowas, heißen die so? Irgendwie so. Merkt man das, glaube ich, auch relativ deutlich. Und okay, 15. Mach dir keine Sorgen wegen des Schadens. Ich habe ein paar Strategieoptionen für dich. Was denn für ein Schaden? Ich bin gerade im Überholen. Ist angekommen. Bestätige. Von mir aus. Wiederhol das bitte. Der Funk ist gestört. Ah, stimmt. Ich habe ja auch. Ich kann mit über Mikrofon mit meiner Boxencrew reden. Das probieren wir gleich mal. Sobald wir das Überholmanöver hinter uns haben. Wetterbericht. Kein Regen erwartet. Momentan sehr kein schön. Regen erwartet. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Sehr schön, dass das funktioniert. Komm, komm mal hier außen vorbei. Das war knapp. Da wäre der beinahe in mich reingebämst. Und er hat noch nicht aufgegeben. So, jetzt hat er so langsam aufgegeben. Beinahe einen Platten eingefahren, weil ich da an die Wand aufgekommen bin. So, okay, hier habe ich abgekürzt. Sorge, Mist. Auf deiner MFA findest du eine neue Strategie. Sieh sie dir mal an. Mist, Frontflügel ist beschädigt. Und das macht ein beschädigter Frontflügel. Oh. Wir können Kurven nicht mehr gescheit nehmen. Ich muss jetzt in die Box. So. So ein Pech. Aber ich habe noch nicht aufgegeben. Ist ja erst die 5. von 29 Runden. Optimaler Boxenstopp. Dass jetzt die ganze Nase austauschen, wird es natürlich ein bisschen dauern. Ein Safety Car wäre echt hilfreich gewesen. Los, los, los. Das ist jetzt wollen die aber genau. Ja, keins mehr bringen. Auf dich und die Crew. Dankeschön. Wieso seid ihr stolz auf mich? Nee, wenn sie jetzt ein Safety Car bringen, wäre das der Super GO. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Weil dann würden ja alle vor mir reinkommen zum Reifen wechseln und sich extrem viel Zeit sparen. Weil unterm Safety Car dauern die Boxenstopps halt deutlich, deutlich weniger lang. Deswegen jetzt bloß nicht für die nächsten 10 Runden oder so. Sonst habe ich richtig Probleme, hier Punkte reinzubringen für unseren Grand Prix. So, ich mache die Batterie mal aus und wir versuchen jetzt von hinten wieder das Feld auszuräumen. Zum zweiten Mal schon innerhalb von 5 Runden. 18. Keine gute Position. Im Moment kein guter Tag für Ferrari. Ich versuche das aber zu ändern. So, hier schön bremsen, Speed mitnehmen und auch hier schön. Übner, wer ist vor uns? Oh, das ist Gasly, sah ein bisschen aus wie ein Williams, aber anscheinend ist es erstmal Gasly und Sargent ist auf 16, was dann der Williams ist. Die hoffe ich mal in der nächsten, spätestens in der übernächsten Runde zu kassieren. Hab nämlich das Gefühl, an Gasly sind wir schon ganz schön nah rangekommen.
Ich würde meine Batterie noch eine Runde vielleicht aufladen. Und dann, sobald wir DRS haben, können wir es nächste Runde nutzen. Ich habe sogar den schnellsten letzten Sektor gefahren. Insgesamt bis jetzt im Rennen. Das freut mich. Da war ich viel zu sehr auf dem Gras. Und noch kein DRS an dieser Stelle. Das hätte mir sehr geholfen. So, nur nicht rauffahren beim in der Kurve. Ah, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gasly noch auf soften Reifen. Die dürften jetzt auch schon ordentlich alt. Räum mich doch nicht ab. Da gab es wieder Kontakt. Was fahre ich denn für ein Mist heute zusammen? Ich würde sagen, ich war da vorne. Das war die Schuld der AI. Genau, der dürfte auch alte, softe Reifen haben. Kann mich nicht daran erinnern, dass jemand anderes in der Box war bis jetzt. Abstand also, zum Auto vor dir beträgt 17,9 Sekunden. Warnung bekommen fürs Abkürzen. Nee, Gasly muss eigentlich in der Box gewesen sein. Der Williams vor uns hat 17 Sekunden, also ungefähr ein Boxenstopp Vorsprung. Das ist nicht gut. Da müssen wir auf jeden Fall deutlich rankommen. Auch wenn der nochmal in die Box muss, wir müssen es auf jeden Fall auch. Mit den Reifen werde ich nicht bis zur Runde 29 fahren können. Ich mach mal rechts die Reifenansicht wieder an. Ihr macht mal einen Statusreport. Konzentrieren wir uns erstmal auf das Rennen. Darum können wir uns später kümmern. Ich wollte doch nicht die Rivalität überprüfen. Statusreport. Du bist jetzt auf P17. Wir sind auf P17. Sergeant ist vor dir. Okay, Abstand zum Auto vor dir. 16,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Gasly hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich in 9 Runden. 22 Runden noch. Okay. Das ist ganz praktisch mit dem Mikrofon und funktioniert mal besser, mal schlechter. Vielleicht habe ich auch gerade in der Eile bin ich wieder ein bisschen am undeutlicher Reden. Dafür entschuldige ich mich. Auch bei meiner Boxencrew, die dann nicht weiß, was ich von denen will. Aber wir haben uns ja irgendwie dann verständigt. Und an Sergeant würde ich sagen, tasten wir uns nicht nur ran, sondern da kommen wir mit großen Schritten entgegen. Ich glaube, wir haben gerade 4 Sekunden in der Runde aufgeholt auf ihn. Das heißt noch 3 Runden und wir sind praktisch direkt an seinem Hinterteil. Nur, ich muss nur einen kühlen Kopf bewahren und darf den Fokus nicht verlieren. Mal schauen, ob mir das gelingt. Gibt wirklich öfter Situationen, wo ich auch ein Rennen kurz vor Ende irgendwie... Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Sehr schön. Kurz vor Ende ein Rennen irgendwie in die Tonne haue, weil ich einfach für einen Moment unkonzentriert bin und dann geht's gegen die Wand und dann ist sofort eigentlich vorbei, weil ein Rad abbricht oder ja, Fahrzeug so fahrunfähig ist, dass es halt nicht mehr weitergeht und das Spiel mir keine Möglichkeit gibt, weiterzumachen. Ich bemühe mich, dass das diesmal nicht der Fall ist und dass zumindest hier das erste Rennen ein komplettes Rennen wird. Nur noch 9 Sekunden weg von Sergeant. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 9,9 Sekunden. Ja, was meinst du, was ich hier mache? So, unsere Batterie lädt sich gerade nicht wirklich gut auf. Das war zu weit. Da sind wir beinahe ins Kiesbett gefahren. Vielleicht bin ich den Ersatzcontroller doch noch nicht so gewohnt, zumindest in dem Spiel. Der ist auch insgesamt ein bisschen schwerer und die Trigger hinten verhalten sich anders. Ist schon ganz interessant, aber Gewohnheit ist alles. So, 8,5 Sekunden auf Sergeant. Wir kommen näher. Das war nicht gut genommen, die Kurve. Das hat wieder Zeit gekostet. Noch holen wir auf und zwar wirklich mit Riesenschritten. Müssen wir auch, so wie ich das versaut habe am Anfang. Das müssen wir auch.
So, Batterielevel beinahe bei, na, beinahe beim Drittel, wollte ich sagen, wird aber immer weniger auf der Gerade, weil es automatisch natürlich ein bisschen was davon zieht. Und in den Kurven lädt sie sich auf, auch wenn ich sie jetzt nicht explizit auswähle, um mir alles zu geben, was sie denn hat. So, 40% klingt schon mal ganz gut. Und wir sind auf 4 Sekunden rangekommen. Wir sehen schon das Hinterteil von Sergeant. Ganz da vorne. Das wird eine spannende Runde. Ich hoffe, am Ende dieser werden wir ihn eingeholt haben. Und wenn man mal unten links auf die Karte spickelt, so weit weg sind die anderen dann gar nicht mehr. Und die müssen alle noch ihren Boxenstopp machen. Wir dann auch, aber dann sind wir zumindest wieder in der Konkurrenz. Haben den einen Boxenstopp, den ich leider zwischenschieben musste, dann wieder quasi wettgemacht. Das wird echt spannend, auf welcher Position wir denn am Ende landen. Ich habe das in meinen Testaufnahmen nur bis Runde 6 oder so gespielt. Das heißt, ihr habt keine Ahnung, wie sich die AI-Einstellung und generell das Feld so verhält, wenn wir mal so halbe Renndistanz machen. Deswegen ist es für mich jetzt auch sehr interessant zu sehen, ob die Einstellungen dann auch für so ein halbes Rennen sinnvoll sind oder ob das Rennen halt eher die volle Distanz sein müsste. Na, ich glaube eher nicht. Da müsste die AI noch ein bisschen stärker dann sein, dass wir eben auf volle Renndistanz eben immer diese Fights haben. So, Ende der Runde und Sergeant ist direkt bei uns. Und wir haben sogar DRS. Ich setze meine Batterie ein und schaut mal, wie gut wir da rankommen. Gaining, gaining, gaining. So, und hier nochmal richtig um die Kurve. Den haben wir eingeholt. Batterie wieder aus, DRS an. Wir waren am Detection Point vor ihm, deswegen kriegen wir DRS, obwohl er jetzt hinter uns ist. So, Bottas ist der nächste auf meiner Liste der zu überholenden. Na komm schon, die krieg mal alle diese Runde. Nee, das ist vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, außerdem sollte ich ja nicht zu gierig werden, weil Unfälle passieren echt viel leichter, als man denkt. Da sollte ich mich ein bisschen zusammenreißen, sonst ist all die Arbeit, die ich hier gerade gemacht habe, ein bisschen für die Katz und das will ich ja auch nicht. Warum haben wir DRS? Nee, wir waren zu weit weg. Ja, ich sehe es gerade auf dem Timing-Sheet noch. Eine Sekunde, 1,1 Sekunden weg. Aber wir kommen ran. Vielleicht nutze ich auf der Geraden ein bisschen wieder DRS. Hier müssen wir gut rumkommen. Komm, nicht sliden, nicht sliden. Da ist das Auto ein bisschen ausgebrochen. Wir haben aber DRS und ich habe meine Batterie zugeschaltet. Bottas hat auch DRS, aber schaut mal, wie wir aufholen. So, hier kein Scheiß bauen. War noch ein bisschen Scheiß. Jetzt haben wir DRS, um wegzukommen. Und dann macht man das auch. Wir haben uns jetzt auf Platz 13 vorgekämpft. Ist das nicht schön? Und ich glaube, die vor uns müssen immer noch alle in die Box. Wir zwar auch, aber zumindest haben wir dann eine realistische Chance. Ich würde mal sagen, in die Top 5 noch zu fahren. So wie wir hier aufholen. Na komm schon, lass dich überholen. Das sieht gut. Knapper als mir lieb war. Ah, es hat alles wunderbar geklappt. Oh, er hat seine Linie aber gewählt und wollte die auch durchziehen. Ich glaube, Charles Leclerc ist mein Teammate. Ja, eben das. Mal sehen, wo wir im Verhältnis zu ihm rauskommen. Wahrscheinlich dahinter. Komm, DRS und Batterie. Nee, Charles Leclerc ist gerade in der Boxenausfahrt. Ah, da vorne ist er. Abstand zum vorausfahrenden Auto, 6,2 Sekunden. Ja, wir sind leicht hinter ihm rausgekommen. Ah, der hat auf harte Reifen gewechselt. Das heißt, er wird einen Einstopper haben.
Und wir müssen leider auch nochmal stoppen. Also hat er ungefähr real gesehen oder in der Theorie gesehen 20 Sekunden Vorsprung vor uns. Das ist nicht schön, da brauche ich echt einen Safety Car. Und jetzt, da er frische Reifen hat, auch wenn sie hart sind, sind sie, glaube ich, gerade ein bisschen besser als meine abgeschrabbelten Medium-Reifen, kann er ein bisschen was rausfahren. Also er scheint zumindest ein bisschen Abstand zu gewinnen. Na, im DRS-Bereich immer noch, aber Mensch, ist der schnell unterwegs. Na, ich glaube, da habe ich ein bisschen unfaire Kurvenlinie genommen. Komm schon, Charles, lass mich vorbei. Ja. War zwar ein bisschen Ellenbogen raus, aber es hat meiner Meinung nach halbwegs noch fair gewirkt. Gut, ich habe ja auch profitiert. So, wir haben nochmal DRS. Batterie schalte ich jetzt auch an. Ich bin vom Gashebel abgerutscht. Was, der Ferrari-Fahrer? Ich bin doch Ferrari-Fahrer. Und Leclerc ist hinter mir. Was laberst du? Da hat der Kommentar gerade gar nicht gepasst. Ist das nicht schön? Wie im normalen Formel-1-Rennen. Da sind die Kommentatoren auch nicht immer richtig. Ach, ich vermisse die Saison schon. So. Auch wenn Verstappen dominiert hat. Alles okay. Ich mag Verstappen eigentlich. Ich mag aber nicht unbedingt Dominanz. Aber egal, ob es jetzt Hamilton oder Schumacher war, beziehungsweise früher Schumacher, dann Hamilton, jetzt Verstappen. Die Regeln müssen sich da ein bisschen ändern, dass es eben nicht so lange Strecken der Dominanz gibt. Aber mir gefällt das Format insgesamt dennoch relativ gut. Also ist eigentlich der Sport, an dem ich gerade am meisten hänge und am meisten mitfieber. Sehe auch jeden Sonntag, wenn ein Rennen gibt. Beinernflügel wieder abgefahren. Wollte gerade sagen, sehe jeden Sonntag eigentlich die Rennen. Hab sogar dieses Formel 1 TV-Abo abgeschlossen, weil ich Sky nicht mag. Und so kann ich wenigstens über die offiziellen Kanäle Formel 1 ohne Werbung sehen. Zumindest bei einem Live-Rennen ist Werbung immer so eine Sache gewesen. Und wir haben uns auf den zweiten Platz vorgekämpft. Das Problem ist, wir müssen nochmal stoppen. Und Verstappen vor uns ist 13 Sekunden weg, hat aber schon gestoppt. Der ist fertig. Der kommt nicht mehr in die Boxengasse, wenn nichts passiert. Oh, das gefällt mir aber nicht, dass er die ganze Saison so dominiert hat. Die letzte eigentlich auch. Und jetzt sogar hier in meinem virtuellen Rennen wahrscheinlich auch dominieren wird. Das können wir nicht zulassen. Ich gebe mein Möglichstes. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir nicht eben diesen gravierenden Fehler gemacht hätten und den Frontflügel zu Schrott gefahren hätten. Ah, das ist so dieses typische Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ich habe es halt gemacht, das war dämlich und jetzt muss ich irgendwie das Beste aus einer nicht so optimalen Situation holen. Hui. Na, das Auto beginnt echt zu sliden. Statusreport. Zweiter Platz. Du bist auf dem zweiten Platz. Verstappen vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Das ist Charles hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Interessant, Charles Leclerc hat sich auf Platz 3 zurückgearbeitet, beziehungsweise die vor ihm sind dann auch in die Box eingebogen. Das ist aber gar nicht so schlecht für Ferrari oder aus Ferraris Sicht. Dann ist Leclerc auf jeden Fall schon mal auf Platz 2, weil der wird auch nur den einen Stopp benötigen, wenn bei ihm nichts passiert. Das ist gar nicht so schlecht und ich bemühe mich dann wieder irgendwie in die Top 10 zu fahren. Wie gesagt, am Ende der Runde habe ich meinen eigenen Boxenstopp. Da schauen wir mal, wie viele Plätze wir fallen. Aber das dürfte außerhalb der Top 10 sein. Es sei denn, jetzt wird ein Safety Car kommen. Das wäre richtig geschickt für mich.
Man wird ja noch ein bisschen träumen dürfen. Na, wie schlecht ist denn diese Runde? Ich finde, die war immer noch schnell genug eigentlich. Ich habe die Timings nicht unbedingt im Kopf. Oben steht zwar in Relation zur Besten. Ach nee, so wie es leidet. Geh mal in die Box und dann hol mal auf, was geht. Das war knapp. Komm schon, ganz genau. Optimal, wunderbar. Aufs grüne Licht warten und los geht's. Los, gib Gas. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Na, dann bin ich auch zufrieden, wenn ihr zufrieden seid. Wir kommen nur hinter Piastri raus. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Das ist ja wunderbar. Die haben mir Mediums angezogen. Und wir sind auf Platz 7, also gut in den Punkten gekommen. Gut in die Punkte gekommen. Das heißt, der Fehler von vorhin ist tatsächlich ein bisschen weggebügelt. Sind natürlich nur Siebter und nicht Erster. Aber wir haben noch ungefähr 11 Runden daran, was zu ändern. Ich könnte ja umdrehen und Verstappen entgegenkommen und raushauen. Dann wird zumindest jemand anderes gewinnen. Aber man kann ja hoffen. Vielleicht kriegt er einen Motorschaden oder so. Vielleicht noch nicht beim ersten Rennen, aber wäre auch nicht das erste Rennen, bei dem das passiert. Zumindest im Spiel. Bei meiner Testaufnahme fand ich ganz schade, ist zum Beispiel Charles Leclerc am Motorschaden direkt in der zweiten Runde rausgefallen. Schade, dass das nun die Testaufnahme war. Also gut für Charles Leclerc und für mein Team. Ja, trotzdem schade, weil ich sowas gern natürlich auf der Aufnahme hätte. Aber erzwingen kann ich das nicht. Und das ist ja auch das Schöne an der Formel 1. Es kann immer was passieren, aber das muss es nicht. Und das macht auch einen Teil der Spannung aus. So, jetzt Batterie an für die Runde. Ich will die schnellste Runde. Na, ich mach's am Ende der Geraden aus. So, Piastri ist das nächste Ziel. Leider ganz leicht außerhalb der DRS, außerhalb des DRS-Bereichs gewesen. Aber wir kämpfen uns so langsam vor. So, jetzt sind wir im DRS-Bereich. Sobald ich jetzt in die nächste DRS-Zone komme, mache ich Batterie wieder an. Und dann können wir hoffentlich auch noch vom DRS profitieren. Batterie ist an. Und DRS sollte auch irgendwann kommen. Boah, ich rutsche. DRS, wunderbar. Und er ist hinter uns. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Das war doch schön. Den haben wir kassiert, den McLaren. Oder McLaren. Und Alonso ist der Nächste. Was macht der denn eigentlich da vorne? Wirkt ja wie der Season-Auftakt in 2023 wirklich, wo er die ersten 6 oder 7 Rennen immer auf dem Podium war. Richtig klasse Leistung von Alonso. Leider am Ende der Saison ist Aston Martin, oder ab Hälfte der Saison, ist Aston Martin dann immer schlechter geworden. Naja, was soll's. Ich freue mich auf die nächste Saison. Vielleicht haben sie ja... Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Sehr gut. Bin ich neugierig, wie in der neuen Saison, die am 2.3., also das ist diesmal tatsächlich ein Samstag in Deutschland, Samstagabend, wie das Spiel denn, nicht wie das Spiel, wie wirklich die Teams jetzt stehen. Ich werde mir auch keine Vorberichterstattung oder so ansehen. Ich mag das, dass ich zum ersten Qualifying oder zum ersten Rennen, das ich mir anschaue, dann alle Informationen aufsauge. Ich hoffe ja persönlich darauf, dass Aston Martin mal so richtig gut wird. Allein weil ich Alonso mag und weil ich Stroll natürlich auch gönnen würde. Der wird ja immer ein bisschen belächelt, aber er schlägt sich eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn man ihn mal mit Mazepin vergleicht, der mal kurzzeitig dabei war. Das war echt... Da waren Welten dazwischen. Und ich finde Stroll eigentlich ganz sympathisch. Von dem, was ich mitbekomme, und das ist nicht sehr viel. Vielleicht auch deswegen. So, schnellste Runde? Nee, garantiert nicht.
Ah, die habe ich ja letzte Runde gefahren. Okay. Dann ist dem Spiel nochmal verziehen. So, die beiden Mercedes sollten wir auf jeden Fall auch noch knacken. Ich glaube, wenn ich das nicht vermassel, können wir sogar tatsächlich noch aufs Podium. Also Platz 3 ist drin. Ob wir dann an, wer ist denn eigentlich vorne? Also Verstappen und Perez vorbeikommen? Keine Ahnung. Ne, müsste ja Leclerc auf der 2 sein. Wo ist denn Perez hin? Komm schon, Hamilton. Ja, außen. Außenbahn. Sehr gut. Und der musste bremsen, weil ich richtig Mist gebaut habe. Aber dadurch haben wir den Platz bekommen. Muss ja auch mal sein. Boah, ich merke, wie ich unkonzentrierter werde. Das ist nicht gut. 8 Runden sind noch zu gehen. So, hier wieder Batterien ein bisschen an. Und am Ende der Geraden wieder aus. Der Kollegen liegt bei 7,8 Sekunden. Ja, unser Vorteil ist jetzt natürlich, wir haben Medium-Reifen und die vor uns haben alle harten. Und unsere Medium sind noch nicht so alt. Das heißt, wir sollten rein technisch gesehen, auf dem Papier zumindest, auch immer ein bisschen schnellere Rundenzeiten hinbekommen als die auf den härteren Reifen. Und das hilft uns natürlich in dieser Situation auch enorm. Weil an Russell kommen wir jetzt auch wahrscheinlich vorbei. Hier würde ich wie gesagt nichts riskieren. Vielleicht holen wir den erst auf der Start- und Zielgerade. Der ist nämlich noch ein bisschen weit weg für meinen Geschmack. Schau mal lieber, dass die Exits hier gut werden. Na, jetzt kriegt man ihn. Nicht auf der Start-Zielgerade, sondern hier schon. So, und wir sind vorbei. Einigermaßen erkämpft, aber er hat keine Chance gehabt. Ich war eh vorne am Kurvenscheitelpunkt am Apex. Das heißt, rein rechtlich wird mir der Platz auch gehören. Zumindest der Platz in der Kurve. Und da muss er halt ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen. Ist der Vorteil, wenn man deutlich später bremst. Und wir sind auf einem schönen dritten Platz. 5,0 Sekunden. So, jetzt geht es nur darum, schaffen wir es noch auf Platz 1? Ich glaube nicht. Oh, Tsunoda ist draußen. Vielleicht gibt es jetzt ein Safety Car und dann kommen wir tatsächlich ran an Verstappen. Weil das ganze Feld dann eben aufeinander gestaucht wird. Sieht aber noch nicht so aus. Gelbe Flaggen werden zwar angezeigt, sieht man auch auf der Minimap, aber scheint aktuell nichts Größeres zu sein. Achtung, Achtung! Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Ja, ja. Okay, alles klar. Problem ist jetzt natürlich, wenn es gegen das Ende des Rennens zugeht, dass ich meine Reifen nicht wirklich schonend behandelt habe, weil ich nur auf Angriff gegangen bin. Dementsprechend werden die in der Performance gravierend abnehmen in den nächsten Runden. Und bis dahin müssten wir an Leclerc vorbei sein. Und dann die Position hoffentlich noch behaupten. Wäre gar nicht so schlecht, wenn wir auf den zweiten Platz jetzt kommen. Würde ich mich dann ein bisschen besser qualifizieren, haben wir auch eine Chance gegen Verstappen. Weiß nicht, ist das erste Mal, dass ich Verstappen sag und nicht Verstappen. Weiß nicht warum, ist halt so. Sprache ist manchmal komisch, vor allem wenn man angespannt ist.
uns nicht gewohnt ist, unter Anspannung zu reden. Oh, die Kurve war wieder eine zum Vergessen. Eine zum Vergessen. So, wir sind irgendwann demnächst im DRS-Fenster von unserem schönen Teammate Charles Leclerc. Also schön, dass er unser Teammate ist. Nicht schöner Leclerc, obwohl er ist, glaube ich, ganz attraktiv, wenn man auf Ferrari-Fahrer steht. Kann ich jetzt von mir noch nicht so behaupten. Aber ich bin ja auch noch jung, irgendwie. Bin ja gerade erst mal 28. Naja. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Ja, ist ja gut. So, im DRS-Fenster von Charles Leclerc. Das heißt, in dieser Runde werden wir uns auf jeden Fall krallen. Und dabei achten wir, weder ihn noch uns zum Ausscheiden zu bringen. Weil das wäre ja doppelt bitter. Erstens für mich, zweitens für Ferrari in meinem simulierten Grand Prix. Die haben auch mal ein bisschen Glück verdient. Oh, mach's mir doch nicht so kompliziert. Okay, da hat er hatte die Track Position. Alles richtig, was er gemacht hat. Und wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Mensch, der fährt aber einen Scheiß zusammen gerade, um mich hinter ihm zu halten. Alles legal, alles erlaubt, aber trotzdem unfair. Er weiß doch, dass ich auf besseren Reifen bin. Er wird sich jetzt im Teamradio vielleicht beschweren, dass er vorbei will, weil er schneller ist. So, jetzt aber. Er hat kein DRS. Wir haben Batterie und DRS. Und schaut mal, wie wir vorbeikommen. Keine Chance hat er. So, drei Runden sind noch zu rennen. Also wenn Verstappen kein technisches... Wenn Verstappen kein technisches Problem hat, krieg ich den nicht mehr. Weil die 23 Sekunden in drei Runden wird zu sportlich. Da müsste einer dieser E-Sportler ran mit seinem Simulation-Setup. Die würden das hinbekommen. Ist relativ krass, was die reißen können. Davon kann ich nur träumen. Aber ich glaube, ich habe zumindest Spaß an dem, was ich mache. Und das ist für mich die Hauptsache. Ich muss nicht alles professionell machen. Irgendwie hingeschludert und einfach Spaß haben. Macht ja auch manchmal Freude. So, schön nicht sliden. In diesem Stadium deutlich leichter gesagt als getan. Weil ich merke wieder, wie die Reifen einfach sich gehen lassen wollen. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Ich sehe das anders. Fährt sich scheiße. Um ehrlich zu sein. Oh. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, das musst du mir jetzt nicht jede Runde sagen. Ich fahre nur die 29, mehr mache ich auch nicht. Oh, geh rum. Leclerc ist nur 2 Sekunden hinter uns. Wenn ich nicht aufpasse, kriegt er mich wieder. Brauche ja nur einen kleinen Fahrfehler, einmal Bremspunkt nicht wirklich erwischen.
Und schon hat er mich überholt. Zu Russell haben wir zum Glück ein bisschen mehr Abstand. Bringt aber auch nichts, wenn man dann wirklich ausscheidet, weil irgendwas Sonstiges kaputt geht am Auto. Bei mir meistens der rechte Vorderreifen. Na komm schon. Wir haben zumindest es unter die 23 Sekunden Abstand zu Verstappen geschafft. Ich nehme das als persönlichen Gewinn. Hätten wir noch irgendwie 40 Runden mehr, wäre es vielleicht was geworden, wenn die Performance der Reifen nicht schlechter wird und keiner mehr einen Fehler macht. Also wie es aktuell aussieht, hat Verstappen ganz klar gewonnen. Ich würde sagen, Leclerc ist einfach zu langsam gefahren. So, das ist die letzte Runde des Rennens. Letzte Runde. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,9 Sekunden. Na komm, das Baby noch schön ins Ziel bringen, nachdem ich mich so zusammengerissen habe und vor allem den Unfall am Anfang erstens überlebt und zweitens wieder rausgeholt hat, zumindest irgendwie, ist das schon ein ganz okayes Ergebnis für heute. Dafür, dass wir auch auf dem letzten Platz gestartet sind und wie gesagt in Runde 5 oder 6 praktisch wieder ganz hinten waren. Dafür ist es doch ganz gut gelaufen. So. Die letzten Meter des Australien Grand Prix beginnen ab hier. Ne, die beginnen eigentlich ganz woanders. Sei es drum, es sind die letzten Kurven, die wir rumkurven müssen. Verstappen ist im Ziel angekommen. Das ist schön für ihn, das ist schlecht für mich. Aber die schwarz-weiß gescheckte Flagge, die Checkered Flag wartet jetzt auf uns. Ist das nicht ein schöner Moment? So viel dafür gegeben, noch in die Top 10 zu kommen. Und jetzt sind wir sogar auf Platz 2 gelandet. Das freut mich das richtig. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Auch hier werde ich mal die Siegerehrung einfach laufen lassen. Bin sogar Fahrer des Tages geworden. Das ist ja sehr schön. Das war ein fantastisches Rennen und ein großartiger Sieg hier im Albert Park. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Ja, so kann man es auch sagen. Die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Wieso keinen Glückwunsch an Ferrari? Wir haben doch zwei Männer auf dem Podium. Ja, mit dem Sekt. Podiumpasspunkte. Sehr schön, also, das drücke ich weg. Lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, da würde ich mich anschließen. Vielen Dank fürs Zusehen beim ersten Rennen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag.